Made in Germany Pfeifen sind recht selten. Umso schöner, dass wir heute eine neue haben. Die Chill von Barhooker ist eine davon. Was die Pfeife so kann, ob sie sich für den Preis lohnt und für wen die Pfeife vielleicht interessant ist, gucken wir uns heute im Review an. Aber wie immer erstmal die Cinematics. So, die ersten Eindrücke von der Pfeife habt ihr schon gesehen. Ich konnte sie die letzten 1,5 bis 2 Wochen schon testen, habe mein erstes kleines Fazit mir zusammengedacht, will euch das heute ein bisschen erzählen. Natürlich, wie immer, bei den Reviews ganz normal, anhand unserer Punkte, Verarbeitung und Qualität, Optik, Design und Blow-Off, danach noch das Rauchverhalten, für mich immer der wichtigste Punkt, und das Ganze abgeschlossen mit einem kleinen Fazit am Ende. Bevor wir zu den Punkten kommen, aber erstmal ein paar Daten und Fakten. Es gibt nicht so viele Made in Germany Pfeifen. Die einzigen, die mir da einfallen, sind Aeon, Stimulation, MIG und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere, aber von den namhaften Herstellern sind das auf jeden Fall die, wo ich weiß, dass sie in Deutschland herstellen. Jetzt haben wir noch eine neue Marke am Start und zwar die Barhooker. Das hier ist das erste Modell von dem Hersteller und das ist die Chill. Ab dem 9.3. startet der Vorverkauf von der Pfeife. Es wird erstmal 3 verschiedene Varianten zu kaufen geben. Erstmal ein ganz normales Rauchsäulenset, was ich sehr cool finde. Ich mag es, wenn man Steckpfeifen auch nur als Rauchsäulenset kaufen kann. Für Leute, die schon eine große Auswahl an schönen Bowls haben, ist das immer sehr, sehr nice. In der Variante ohne Bowl kostet die Pfeife 220 Euro, was ich für eine Made in Germany Edelstahlpfeife in groß fair finde. Barhooker hat aber zusammen mit Caesar ein eigenes Design entworfen und die Bowl wird dann nach den Designvorstellungen von Barhooker von Caesar gefertigt. Das heißt, wir haben hier eine 1A Caesar Bleikristallglas Qualität, keine Bläschen, die Cuts sind unglaublich geil, die Wertigkeit ist Hammer, der Ferrari unter den Bowls. Und genau so eine habe ich jetzt hier unten drunter. Es wird aber 2 verschiedene Varianten geben. Einmal die Diamond Clear oder Frosted, so wie ich sie jetzt hier habe, in komplett Clear für 359 Euro. Oder noch eine Premium-Variante, die Diamond Premium Clear oder Frosted für 389 Euro. Von 219 Euro auf 359 Euro ist an sich schon ein sehr, sehr happiger Sprung. Auf der anderen Seite 150 Euro für eine große Caesar Bowl ist relativ normal, wenn nicht sogar ein klein bisschen günstiger als normal. Das heißt, der Aufpreis, der hier für eine Caesar Bowl gezahlt wird, ist maybe ein wenig kleiner, als eine große Caesar Bowl an sich schon kosten würde. Es ist aber auch noch eine Variante mit einer Standard Bowl geplant. Die soll 274 Euro kosten. Übrigens komischer Preis, 74. Finde ich okay. Kommt natürlich darauf an, wie diese Standard Bowl dann aussieht, wie die Qualität von der ist. Das weiß ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. By the way, wie ich ja schon gesagt habe, Caesar Kristallglas, dann klingeln vielleicht bei einigen Leuten die Glöckchen. Das ist natürlich Tschechien. Und tatsächlich ist die Bowl, wenn ihr sie mit einer Caesar Bowl kauft, das einzige an der Pfeife, was nicht aus Deutschland kommt. Alle anderen Teile, das Metall, die Dichtungsringe, die Kugeln, alles an dieser Pfeife kommt aus Deutschland. Und ich glaube, das ist schon super selten. Ich war in der Produktion von Aeon, ich war in der Produktion von Stimulation. Ich weiß, dass da safe alles aus Deutschland ist. Ob aber auch jedes kleinste Einzelteil, was da maybe noch drankommt, auch aus Deutschland kommt, kann ich euch nicht sagen. Und was noch beeindruckender ist, nicht nur alle Teile von der Pfeife kommen aus Deutschland, sondern sogar alle Teile von der Verpackung. Und das finde ich auch ziemlich krass. Und falls da jemand Wert drauf legt, zu wissen, dass die ganzen Teile aus Deutschland kommen, um vielleicht die deutsche Wirtschaft mehr zu unterstützen, als man das mit einem Kauf bei einer anderen Marke tun würde, ist das auf jeden Fall schon ein sehr cooler Punkt. Natürlich sind aber trotzdem 220 Euro nicht wenig Geld. Vor allem, wenn es nur ein Rauchsäulenset ist und wir haben keinen Schlauch, kein Mundstück dabei. Aber ich denke, die meisten Leute, die an so viel Geld für eine Pfeife ausgeben, die werden schon ein bisschen
bisschen Zubehör zu Hause haben. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Dass kein Kopf und Aufsatz dabei ist, finde ich sogar gut. Ich finde, da sollte man sich sowieso aussuchen, was zu einem passt und nicht einfach ein Standard-Set kaufen. Von daher, mich stört das ehrlich gesagt nicht, wenn keine Köpfe oder Aufsätze bei den Sets mit dabei sind. Das Geld können wir uns an der Stelle sparen und dann lieber was aussuchen, was wirklich zu uns passt. Mir wurde erzählt, dass die Pfeife 3 Jahre lang entwickelt wurde. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass. Also wenn sich da Mühe gegeben wird mit dem ersten Produkt, was dann auf den Markt kommt, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich konnte auch kurz mit dem Hersteller sprechen, so ein bisschen über seine Ideen reden, seine Vorstellungen reden, was er halt machen wollte. Und das hat schon alles relativ viel Sinn ergeben, was er gesagt hat. Beziehungsweise konnte ich nach dem Gespräch mit ihm noch besser verstehen, warum er die Pfeife so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Allerdings, maybe ein paar Punkte auch nicht. Da kommen wir aber später zu. Die Größe der Pfeife beläuft sich übrigens auf ungefähr 54 cm. Bis zum Kopfadapter. Nicht mit dem Kopf, sondern nur so ungefähr bis hier. Handelt sich also definitiv um eine große Pfeife. So, genug Daten und Fakten. Ich würde sagen, wir kommen zu unseren normalen Review-Punkten. Angefangen mit Materialien, Verarbeitung und der Qualität. Für Edelstahl gibt es verschiedene Standards. Wir kennen natürlich V2A, was so oft um uns geworfen wird, aber auch V2A Edelstahl ist nicht gleich V2A Edelstahl. Zumindest wird im Shisha-Bereich oft der Edelstahl 1.4305 verwendet. Bahuka legt auf jeden Fall Wert darauf, dass genannt wird, dass bei dieser Pfeife der 1.4301 Edelstahl benutzt wird. Der soll hochwertiger, schwerer und besser sein. Ich bin absolut kein Metallverarbeitungsexperte. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, die Pfeife wirkt verdammt hochwertig. Hochwertiger als viele andere Pfeifen, aber maybe nicht unbedingt hochwertiger als andere Made in Germany Pfeifen. Das ist zwar was Gutes, aber auf der anderen Seite kann ich nicht von mir behaupten, dass ich einen Unterschied zwischen einem 4305er und einem 4301er Edelstahl merke. Falls ihr absolute Metallenthusiasten seid und ihr den Unterschied zwischen den verschiedenen Legierungen, Versionen von Edelstahl herausfindet, dann ist das maybe was für euch. Aber selbst wenn wir das Gerede über verschiedene Typen von Edelstahl mal weglassen, die Verarbeitung ist Weltklasse. Ich habe keinen einzigen Kratzer, jede Kante ist wunderschön entgratet, die Schliffe funktionieren hervorragend. Long story short, die Verarbeitung ist eine 1 plus mit Sternchen. Ich habe nichts, was ich bemängeln kann. Die Gewinde laufen wie Butter. Die Optik von außen, wie das Ganze verarbeitet wurde, ist 1A. Ich hatte nie das Problem, dass sich irgendwas verkantet hat oder sonst was. Ich könnte noch ungefähr 10 Minuten weiter darüber philosophieren, wie genial die Verarbeitung ist. Ich könnte aber auch einfach sagen, die ist perfekt. Ich habe nichts an der Verarbeitung auszusetzen. In der Variante mit der Caesar Bowl habe ich auch nichts an der Verarbeitung von der Bowl auszusetzen. Es ist eine Caesar Bowl, die kostet scheiße viel Geld, aber man bekommt, wie gesagt, halt auch einfach den Ferrari unter den Bowls. Und das ist halt Killer. Die sieht nicht nur genial aus, die fühlt sich super hochwertig an. Und das unter der Pfeife macht nochmal einen so viel hochwertigeren Eindruck. Kommen wir als nächstes zum Design, der Optik und dem Blow-Off. Wie immer vorneweg, das ist vollkommen subjektiv. Das heißt, ob euch die Pfeife gefällt oder nicht, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ich persönlich finde die Pfeife schön, aber sie ist natürlich relativ schlicht. Wir haben ein cooles Base-Design, was oben einmal diagonal abfällt, dann aber senkrecht nach unten weiter verläuft. Wir haben überall wieder sehr ähnliche Muster, die wir erkennen. Das heißt, wir haben Rauten auf der Base, wir haben Rauten auf dem Rauchsäulenelement, wir haben das Rautenelement nochmal in dem Logo auf dem Teller und sogar in dem Verstell Element von dem Diffusor haben wir auch nochmal die Rauten eingearbeitet. Plus, wenn ihr euch die Caesar Bowl Varianten holt, sind das theoretisch auch ganz viele kleine Rauten. Das heißt, das Design ist auf jeden Fall schon mal sehr stimmig, trotzdem relativ schlicht. Nachdem wir sehr, sehr viele Fancy Pfeifen gesehen haben mit sehr ausgefallenen Designs, ist ein etwas schlichteres, erwachsenes Design maybe mal eine schöne Abwechslung. Jetzt müssen wir aber leider zu meinem ersten Kritikpunkt kommen. Und das ist der Blow-Off. Er geht relativ schwer, nicht zu schwer. Es ist nicht nervig schwer. Also, wenn ich eine Skala malen müsste von gerade okay bis sehr, sehr einfach, dann wäre er genau am Anfang der Skala. Das heißt, es ist nicht nervig schwer, den Blow-Off zu betätigen, aber es ist auch nicht super einfach. Das ist an sich kein Problem, aber das bringt leider mit sich, dass der Durchsatz an Rauch, den man hier aus dem Blow-Off aus der Base nach oben bringt, nicht besonders groß ist. Ich zeige euch das einfach mal, aber es ist leider nicht der vollste Blow-Off, den ich jemals gesehen habe, obwohl wir natürlich ein Closed Chamber System am Start haben.
Der sieht gut aus, der könnte meiner Meinung nach aber noch besser aussehen, wenn man die Durchmesser von den Blow-Off-Bohrungen in der Base ein bisschen größer gemacht hätte und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Spiel für den Schlitz, aus dem der Blow-Off kommt, gelassen hätte. Maybe ist das eine bewusste Designentscheidung und der Hersteller der Pfeife mag das genau so. Bei 3 Jahren Entwicklungszeit gehe ich eigentlich mal davon aus, dass es so ist, aber meine persönliche Einstellung dazu ist, mir ist das nicht dicht genug. Ich hätte mir gewünscht, dass der Blow-Off noch voller durchkommt. An sich stört mich das aber nicht, dass wir nur einen Blow-Off haben. Hatten wir ja schon letztens in einem Review. Ich persönlich finde dieses Blow-Off-Umstellen, Umbauen-Game ist ein bisschen durchgespielt. Das ist natürlich cool, wenn auch weitere Pfeifen kommen, die das können. Aber ich finde es auch okay, wenn Pfeifen kommen, die einfach einen Blow-Off haben. Ich muss allerdings noch einen kleinen Kritikpunkt an dem Blow-Off äußern. Und auch nach einem Telefonat mit dem Hersteller, der dann gesagt hat, na, maybe ist dein Wasserstand nicht perfekt, aber ich bin wirklich absolut an der Grenze. Ich habe leider immer wieder das Problem, dass ein kleines bisschen Wasser hier oben aus dem Blow-Off rauskommt und dann auf der Base ist. Das ist mal mehr, mal weniger, aber ich habe trotzdem fast immer etwas Wasser auf der Base und ich hatte es noch nie, dass bei einem ganzen Kopf nie Wassertropfen aus dem Blow-Off rausgelaufen sind. Ich habe vorhin sogar versucht, euch das zu demonstrieren und blende euch dann nochmal ein paar Aufnahmen ein. Ja, also der Blow-Off ist für mich ein kleiner Kritikpunkt. Für mich könnte er voller sein und es spritzt leider ein kleines bisschen Wasser raus und das muss auf jeden Fall erwähnt werden. Kommen wir als nächstes zum Rauchverhalten, der für mich mit Abstand wichtigste Punkt. Als erstes muss man noch kurz erwähnen, die Pfeife hat einen Tellerschliff, das heißt man kann den Teller einfach abnehmen und mit in die Küche nehmen zum Saubermachen und Co. Wir haben ein verlängerbares bzw. verkürzbares Tauchrohr. Da haben wir einfach ein kleines Adapterstück, das könnt ihr noch dazwischen schrauben und schon ist euer Tauchrohr etwas länger oder eben kürzer, was uns eben auch ermöglicht, die Pfeife auf hoffentlich noch viel mehr Steckbowls zu packen als nur die Standardsteckbowl. Für mich aber besonders interessant bei einem kürzbaren Tauchrohr, ich mag es, wenn der Anzug sehr direkt ist. Deswegen rauche ich persönlich auch meistens lieber kleine Pfeifen. Allerdings ist so ein teilbares Tauchrohr dementsprechend gut, weil wir jetzt nicht so viel Bowlvolumen haben, sondern nur so viel Bowlvolumen haben. Und dadurch sparen wir uns natürlich unnötigen Weg, den der Rauch gehen muss. Und deswegen ist das sehr, sehr nice. Plus der in 3 Stufen verstellbare Diffusor, beziehungsweise sogar 4, wenn man komplett aus, auch noch als Stufe ansieht. Wir haben 3 Reihen an Löcher, die in den Diffusor gebohrt sind und alle können wir einzeln einstellen. Diese Kombination aus kürzbarem Tauchrohr und dem sehr, sehr gut gelungenen Diffusor ermöglicht uns, mit dem unglaublich kleinen Bowlvolumen, was wir jetzt hier haben, trotzdem noch zu rauchen, ohne dass wir Gefahr laufen, dass wir Wasser in den Schlauch ziehen. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hatte ich folgendes Problem. Dadurch, dass der Blow-Off nicht super frei ist und super viel Luft rausgeht und das Bowlvolumen dann so klein ist, kann es passieren, wenn ihr das gekürzte Tauchrohr raucht und ihr richtig fest reinpustet, dass ihr euren Kopf flutet. Mit dem langen Tauchrohr ist mir das nie passiert. Mit dem kurzen Tauchrohr ist es mir einmal passiert. Also auch nicht oft. Wenn ich überlege, wie oft ich die Pfeife in letzter Zeit geraucht habe und dann ist es nur einmal passiert, ist okay. Ist aber was, was ich euch sagen will, damit, falls ihr euch die Pfeife holen möchtet, das bei euch nicht passiert. Also mit gekürztem Tauchrohr bisschen aufpassen, wie fest ihr reinballert. Ansonsten könntet ihr euer Köpfchen fluten. Das wollen wir nicht. Da sind wir auch schon so ein paar Punkte durchgegangen. Natürlich haben wir auch am Schlauchanschluss einen Schliff, der übrigens auch so befriedigend gut funktioniert. Also da merkt man maybe nochmal die Unterschiede, die dann in den kleinsten Margen noch am Start sind. Funktioniert super gut. Plus dann eben noch der umstellbare Diffusor. Ist übrigens auch sehr, sehr befriedigend, wie gut das Ganze verarbeitet ist und wie gut sich das Ganze verstellen lässt. Und das alles sorgt dafür, dass wir ein echt gutes Rauchverhalten haben. Es ist nicht der offenste Durchzug. Also auf der Durchzugsskala von 0 bis 10 wäre eine Aeon Edition 4 Lounge zum Beispiel so eine 9,5 und der Pfeife würde ich eher so eine 7,5 geben. Das ist nicht super offen, das ist aber manchmal genau das, was Leute haben wollen. Ich habe es in letzter Zeit immer häufiger, dass Leute fragen, ob ich mal eine Pfeife empfehlen könnte, die nicht wie Atmen ist. Und da wäre diese Pfeife sau interessant. Für mich persönlich unglaublich geil. Ich rauche in letzter Zeit relativ viel Mehrloch. Mehrloch baut man dann tendenziell deutlich fluffiger. Dadurch geht weniger Durchzug von der Art, wie man seinen Kopf baut, flöten. Was bedeutet, wenn ich einen Mehrloch auf einer Edition 4 Lounge rauche, ist mir der Durchzug tatsächlich einfach zu gut. Und wenn ich dann aber eine hochwertige Made in Germany Pfeife rauchen möchte und ich aber Mehrloch rauchen möchte, ist die Bahuka eine sehr, sehr geile Wahl. Und deshalb ist es weder schlecht noch gut, wenn Durchzug offen oder eher streng ist. Es ist eher eine persönliche Geschmackssache und vielleicht auch abhängig davon, welches Setup ihr gerade raucht. Was ich auch krass finde, ist, wie wandelbar die Pfeife ist. Ich habe jetzt schon häufiger über das kürzbare Tauchrohr geredet, aber der Unterschied von langes Tauchrohr, Diffusor komplett
zu kurzem Taucher und Diffusor komplett an, ist wirklich krass. Also so würde ich jetzt zum Beispiel auch kein Meerloch drauf rauchen wollen. Auf der anderen Seite, wenn das Taucher lang ist und der Diffusor zu ist, habt ihr schon fast Tradi-Vibes. Und das ist halt sehr geil, dass wir so ein schön direktes und relativ offenes Rauchverhalten haben, mit dem langen Taucher und Diffusor zu, aber ein etwas strengeres Tradi-like Rauchverhalten haben. Was auch noch eine Besonderheit ist, was eigentlich nicht unbedingt zum Rauchverhalten mit dazugehört, wobei es schon beim Rauchen dann auftritt, wir haben ein relativ besonderes Verschlusssystem. Und zwar benutzt die Pfeife nicht einfach normale Bowl-Dichtung, sondern sie hat zwei O-Ringe, die unten in die Base eingearbeitet sind. Das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Ihr seht es, auch wenn ich jetzt hier mal mit dem Schlauch rumwacke, die Pfeife bewegt sich kaum oder zumindest nicht mehr, als das andere Pfeifen machen würden. Und so solltet ihr mit eurem Schlauch eh nie umgehen. Aber wenn ich normal sitze und normal ziehe, bewegt sich die Pfeife kein Millimeter. Aber wenn man hier dran geht und ein bisschen wackelt, dann merkt man schon, dass das nicht so bombenfest sitzt wie mit einer normalen Dichtung. Auf der anderen Seite haben wir den unglaublich nicen Vorteil, dass wir nie mit so einer komischen Bowl-Dichtung rumhantieren müssen und das sehr, sehr gut auf diese Bowl gepasst hat. Ich habe auch noch zwei andere große Bowls probiert, bei denen hat das auch sehr gut funktioniert. Also, wenn euch das nicht stört, dass die Pfeife maybe ein kleines bisschen wackelt, wenn man hier mal an den Teller kommt, aber es ist auch nicht so, als ob man Gefahr läuft, das Ganze umzuwerfen, ne? Vielmehr ist es nicht. Ihr seht, dann bewegt sich schon eher die Bowl. Aber es wackelt eben ein kleines bisschen, wenn man hier dran geht. Beim Rauchen, wie gesagt, nie. Bei mir zumindest nicht. Und wenn man damit leben kann, ist der Verschluss super praktisch, weil man nicht die Dichtung verlieren kann oder dann einen suchen muss oder dann irgendwie guckt, was farblich passt. Und das mit den O-Ringen einfach geil funktioniert. Bleibt mir also abschließend beim Rauchverhalten nur noch zu sagen, ich finde es geil, wie wandelbar die Pfeife ist. Wenn ich einen Meerloch rauchen will, dann nehme ich das lange Taucher und lasse den Diffusor zu und habe da eine geile Experience. Wenn ich aber einen Funnel mit Vollkontakt rauchen will, dann nehme ich das kurze Tauchrohr, mache den Diffusor auf und schon habe ich einen deutlich besseren Anzug. Und dann passt mir das auch mit einem Vollkontakt-Funnel. Wenn ihr absolute Durchzugsfanatiker seid, ist die Pfeife aber wahrscheinlich nichts für euch. Was nochmal auch noch mit ins Rauchverhalten fallen würde, wäre natürlich, wie der Blow funktioniert, aber da habe ich ja vorhin schon genug drüber geredet. Deshalb bleibt uns jetzt nur noch ein abschließendes Fazit. Für wen ist die Pfeife und wie sieht es preis-leistungstechnisch aus? Für die erste Pfeife, die der Hersteller auf den Markt bringt, 219 Euro für das Rauchsäulen-Set, falls ihr schon eine große Bowl zu Hause habt, oder 359 Euro mit einer Caesar Bowl dabei. Mit der Caesar Bowl klingt das sehr, sehr happig. 219 Euro für ein Rauchsäulen-Set, was komplett made in Germany ist, sogar mit Verpackung und Co., finde ich nice. Ich bin gespannt, wie die Standard-Bowls noch aussehen. Ich hoffe, ich kann mir nachträglich noch eine angucken, dann zeige ich euch die auf Instagram, deswegen schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da kann ich leider noch nichts zu sagen. Aber für den Preis finde ich es fair. Ich bin nicht begeistert von dem Preis, ich bin aber auch nicht entsetzt von dem Preis. Wir wissen, dass Caesar Bowls teuer sind, deswegen schockt es mich nicht, dass das Set mit einer Caesar Bowl 359 Euro kostet. 219 für eine Made in Germany Pfeife und vor allem für das erste Modell von einem Hersteller, wo man wahrscheinlich erstmal davon ausgehen muss, dass man nicht super viele Stück verkauft und deswegen der Preis tendenziell ein bisschen höher ist, ne, mit steigenden Stück, die du produzieren kannst, sinken natürlich die Kosten pro Stück ein klein wenig. Ich finde es okay. Ich finde es absolut okay. Für die hervorragende Verarbeitung, für das relativ einzigartige Rauchverhalten und die wunderbare Fähigkeit, die Pfeife krass wandeln zu können, was das Rauchverhalten angeht, finde ich das absolut fair. Es ist natürlich nicht die günstigste Pfeife. Das muss einem auch klar sein. Also, wenn ihr Wert auf Made in Germany legt, wenn ihr sagt, ich hätte gerne eine hochwertige Edelstahlpfeife, die in Deutschland gemacht ist, will aber mal kein Durchzugsmonster haben, dann könnte die Pfeife sehr, sehr interessant sein. Ich kann mir gut vorstellen, die Pfeife noch weiterhin sehr oft zu rauchen. Also gerade zu Hause mit einem schönen Meerloch-Setup sehe ich mich auf jeden Fall mit der Pfeife. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir einen neuen Hersteller auf dem Markt haben. Ich finde es cool, dass der Hersteller Made in Germany ist. Bin gespannt auf eure Kommentare. Kuss fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.